Hallo ihr Lieben und wir kommen zurück zu unserem Adventskalender und heute haben wir den 14. Dezember und heute möchte ich euch gerne ein Kreativangebot zeigen und zwar, ich möchte heute einen Tannenbaum aus einem Karton basteln und zwar, da brauchen wir erstmal ein paar Sachen und eine heiße Klebepistole. Falls die Kinder nicht zu Hause ein heißes Klebepistole haben, dann können sie andere Flüssigkleber benutzen, das geht auch. Dafür brauchen wir auch eine kleine Schere. Brauche ich auch ein Eierkarton und auch ein bisschen ein paar Sachen zu dekorieren. Erstmal schneiden wir die Eierkarton. So, von vier Seiten müssen wir erstmal schneiden. Ja. Dann versuchen wir das raus. Genau. Ich kann auch von da ein bisschen schneiden, damit das besser aussehen kann. Genau. Noch hier ein bisschen. So, ihr Lieben, jetzt haben wir den Tannenbaum aus dem Eierkarton geschnitten. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ich das dekorieren kann. So ihr Lieben, ich bin jetzt schon fertig mit meinem Kreativangebot und ich habe meinen Tannenbaum aus dem Eierkarton schon dekoriert und ich muss euch jetzt zeigen, ich habe das eigentlich nicht angemalt, aber ihr könnt gerne das anmalen, entweder grün oder braun, wie ihr wollt. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!